Moin in die Runde, der Bauer aus dem Markt. Heute mal mit feinen Zwirren in der Reichshauptstadt. Ach nee, dürfen wir nicht mehr sagen. Hauptstadt, die Bundeshauptstadt. So ist der Bundeshauptstadt. Obwohl, mit der Diktatur der Grünen und der Ideologie der Grünen war da schon mal irgendwas vor Jahren. Naja, wir errichten das Grüne Reich. Weil unwissend, aber ideologisch durchgestaltet. So, da gibt es eine Grüne aus Österreich im Europaparlament, die in Deutschland einen Hof hat, die gerne die Subventionen abschaffen möchte. Bekommt aber selber knapp 320.000 Euro für ihren Hof. Predigt vegan, hat aber eine eigene Fleischerei, wo sie ihre Mutterkühe oder zumindest die Rinder von ihrem Hof klein hackt und vermarktet. Ja, und die tritt ja auf gegen Pestizide und Ackergifte. So, nun wollen wir das mal klären. Pestizide, also Pflanzenschutzmittel für Deutsch übersetzt, also als Deutscher übersetzt ins Österreichische. Das sind nicht Pestizide, das sind Pflanzenschutzmittel. Die schützen Pflanzen vor zum Beispiel Ackergiften. Ackergifte sind die Sachen, die auf dem Acker sich entwickeln in Form von Pilzen am Getreide, die dem Körper, dem menschlichen Körper und tierischen Körper schädigen. So. Jetzt haben wir das schon mal erklärt. Und dann, also weiter in dem Text ging es weiter, dass ja zum Beispiel die Pflanzenschutz, die Pestizide, ja auch die Bodenlebewesen stark beeinträchtigen würden. Ich würde mal sagen, ich benutze keine. Kann ich auch so sagen. Sie wird welche benutzen, denn sie hat ja auch Kartoffeln im Anbau und Tomaten im Anbau. Und was ist bei den beiden Stauden oder bei diesen beiden Pflanzen, die sind ja miteinander verwandt, Tomaten und Kartoffeln, Phytophthora, Braunfäule oder Blattfäule. Manchmal sind ja auch die Früchte begriffen. Aber die isst ja keiner, die kennt ja kein Grüner. Diese Früchte mit den Stellen, die werden ja für den Biomarkt immer aussortiert. Die schmeißen sie lieber weg. Und Kartoffeln genauso. Wenn eine Kartoffel eine Stelle hat, ist die ja nicht mehr verkäuflich, die müssen wir ja wegschmeißen oder verfüttern. Die normalen Bauern verfüttern das und die anderen schmeißen auf den Kompost. Also weg. So, und was wenden die denn an, um diesen Pilz, das ist ein Pilz, der er verursacht, was machen die denn? Kupfer einsetzen. Und nicht nur zur Bekämpfung des Pilzes, sondern auch prophylaktisch, dass der Pilz erst gar nicht auftritt. Sonst hat ja die Kupfer Spritzung keinen Sinn. So. Bei feuchter Witterung, ne, da hat man so einen leichten, grünlich-bläulichen Film auf dem Blatt. Und das ist dann die Kupferspritzung. Und danach, wenn man das hat, wäscht es ab in Boden. Und was geht kaputt? Kolembolen. Alles, was Bodenlebewesen, unter anderem auch der Regenwurm, verkrümelt sich auf. Deswegen kommt es bei mir jetzt nicht auf dem Acker, das Zeug. Will ich nicht haben, mache ich nicht und fertig. Aber diese Frau ist, ne, große Töne spucken. Moral hier, Moral da, aber hintenrum, ne, machen wir sowieso was anderes. Zum Beispiel mit dieser Fleischerei. Denn hat es ja den Bauern vorgeschrieben, die da die Dosis selber bestimmen. Süchtige bestimmen ihre Dosis selber. Klar, die Bauern schmeißen es sinnlos auf den Acker. Ne, ob es nur Glyphosat ist, was bloß noch im Kilobereich ist oder anderthalb Kilo, weiß ich nicht mehr, wie das ist, weil ich brauche das nicht. Bräuchte das schon, aber ich mache es nicht. Und da gibt es noch andere Sachen, aber das sind ja alles im Grammbereich. Das hatten wir schon mal mit den Rüben, hatte ich jetzt schon mal erklärt, dass das ja im Milligrammbereich pro Hektar ist. Aber ja, früher war das anders. Da waren die Sachen auf Steinmehlbasis. Ich weiß noch, Atrazin wurde auf Steinmehlbasis ausgebracht und da hast du DDR-Zeiten 1,5 Kilo für einen Hektar Mais gekriegt. Und unsere Pflanzenschutzmittel Maus damals, die Beate, die war ja so, die hatte dreimal geteilt, also jemals mit 500 Gramm, wo der Wirkstoff drin war, davon war das meiste Steinmehl, deswegen war die Menge so viel und hat mit dem Atrazin Hirse und alles im Mais, weil das Zeug ja in drei Wellen aufgelaufen ist, bekämpft. Deswegen haben die Fasane trotzdem überlebt. Wir hatten damals mehr wie heute. Heute ist ja mehr Raubwild, deswegen haben wir so wenig Fasane. Aber das verstehen ja die Grünen nicht, dass das so ist. Die Zusammenhänge begreifen sie nicht, weil sie so kurze Finger haben. So, das nächste ist denn, sie hat denn gesprochen von 20% der verarbeiteten Kalorien in Deutschland werden weggeschmissen. Ist schändlich. Ist so. Verarbeitete Lebensmittel werden weggeschmissen, weil MHD und irgendeine Faxen
oder die Charge stimmt nicht, denn die Farbe stimmt von irgendeiner Charge nicht, dann wird es einfach weggeschmissen. Ich habe da schon Bilder gesehen, ne? Also, das ist so. Oder die Kartoffeln haben eine Stelle im Laden, weil die möchte keiner mehr kaufen. Wir sind alle verwöhnt. Wir wollen nur die guten haben. Frische waschen und schön trocken und dann wollen wir die alle haben. Eine Kartoffel, wenn du die wäschst, hält die nicht lange. Genau wie eine Mori. Wenn du eine Mori bewäscht, dann ist die nach 5 Tagen, ist die verschimmelt. Dann fängt die an zu schimmeln und das war's denn. Machst du mit Erde behaftet in eine Kiste, legst sie dahin, dann kauft sie aber kein Grüner mehr. Kein grünen Bio-Kunde mehr. Weil, nee, das geht ja gar nicht. So sind sie. Moralisch durchgestylt, ideologisch richtig getrimmt, aber da greifen sie nicht zu. Jedenfalls 20% dieser verarbeiteten Kalorien werden weggeschmissen. Dann hat sie behauptet, dass ja 80% der noch vorhandenen Kalorien in Trog und Tank verschwinden. Dann sind wir schon bei 100. Und 20% essen wir bloß. Haben wir 120%. Gut, wenn man nur eine Waldorfschule besucht hat, so wie Sie, ohne Studium, ohne Abschluss, dann ist es natürlich schwierig mit dem Prozentrechnen. Und vor allen Dingen nur um Stimmung zu machen, werden solche Zahlen herbeigezogen. Deswegen bin ich der Meinung, dass wir alle mal ein bisschen in uns gehen, mal überlegen, wen wir da, ich nicht, wen ihr da gewählt habt und was die noch anrichten. Kommt ja der 1. Januar, kommt ja, wo der Ölhahn zu ist. Und das nächste ist denn mit dem Strom. Habt ihr das gelesen? Gestern kam mal so ein Artikel durch Netz gesprungen und der ist mir zufällig ins Auge gestochen, dass ja ab 23 alle Batteries, also diese Elektroschlorn da und Wärmepumpen auf 3,7 kW begrenzt werden sollen. Also Ladefähigkeit und verbrauchsmäßig soll der Netzbetreiber denn durchsetzen. Und die Netzbetreiber sollen das denn durchsetzen, hat die Netzagentur gesagt. Also, wenn du jetzt so ein Netz, so ein Elektroschlorn fährst, dann musst du dir 2 davon kaufen. Kurbelt natürlich die Wirtschaft in Deutschland an. Kaufst du 2, einen lädst du heute, lädst am besten heute beide. Und mit dem einen schleichst du dann hin zur Arbeit, kommst wieder zurück, steckst den ran und kannst mit dem anderen morgen losfahren, ganz gesittet, weil er nämlich dann erst voll ist, zur Arbeit und zurück. Und dann ist der andere auch wieder irgendwann mal voll. So wird es kommen. Und eine Wärmepumpe. Alle, na, Holz ist schändlich zu verheizen, Kohlen sind schändlich, Öl, Gas, alles ist schädlich zu verheizen. Aber eine Wärmepumpe, die ja bis zu 10, 15 kW braucht, Leistung, um aus Kälte warm zu machen, ne, Kühlschrankprinzip nur rückwärts, die sollen jetzt auch begrenzt werden. Also ich würde mal sagen, gut durchdacht, Grüne. Ne? Macht weiter so. Und wir haben noch ein paar Frierende mehr hier in Deutschland. Bis denn, der Bau aus dem Markt.